Herzlich willkommen. Das ist Sidney Hoffmann. Das ist Jean-Pierre Krämer. Und wir sind die PS-Profis. Und in dieser Folge suchen wir für Thorsten ein dickes Ding mit Gasanlage. Und wenn ihr wollt, dass wir was Fahrbares für euch suchen, dann bewerbt euch. Unter psprofis@sport1.de. Und die Suche geht los. Ja, genau. Würde ich sagen. Sport 1 Zuschauer Sebastian ist auf der Suche nach einem neuen Auto. Cool soll es sein, mindestens genauso cool wie er selbst. Guten Tag. Guten Tag. Hallo, hi. Bin ich hier richtig? Du bist der Thorsten, der das dicke Ding groß und fett und breit und mit Gasanlage haben will. Ideal mit Gasanlage, ja. Am besten setzen wir uns ins Büro. Gerne, danke. Bitteschön. So, boah, du hast ja eine riesen Mail geschrieben. Da stand ja so ein Ballermann-Text drin. Genau. Eine riesen Mail für dickes Auto. Genau, ja. Groß, breit. Auf jeden Fall gerne Ami-Modell oder was Europäisches. Eine G-Klasse ist ja auch eine geile Option, oder? Auf jeden Fall, ja. Okay, wir können alles liefern, wir liefern ab. Ja, Ami wäre auf jeden Fall schon sehr geil. Ne? Hammer, finde ich Hammer. Hammer ist Hammer. Der war jetzt alt, der war jetzt... Ne? Okay. Ja, komm, aber der ist so offensichtlich. Dass man schon gehört habe ich ihn noch nie. Ein Hammer? Ist Hammer. Weiter im Text. Warte mal, was für ein Hammer denn genau? H1, H2, H3? H3. Oh, das ist immer gut. Also das Europäische. So ein bisschen geschrumpfter, ein bisschen kompakter. Ja. Wie viele Zasten hast du denn? Ja, so 15.000. Okay, 15.000 inklusive einer Gasanlage oder dann noch on top irgendwas? Nee, sollte schon komplett dann fertig sein mit Gasanlage. Da ich im Jahr viel fahre, so 30.000 Kilometer. 30.000? Ja. Kurze oder Langstrecke? Kurzstrecke. Du brauchst eine Gasanlage. Die Gasanlage wird quasi für dich erfunden. Jo. Also ich würde sagen, das sind genug Parameter. Wir melden uns. Alles klar. Okay, vielen Dank. Ja, noch nicht, ne? Noch haben wir nichts gefunden. Zumindest der Auftrag steht. Ein SUV mit Autogas für maximal 15.000 Euro. Die Suche kann beginnen. Der hat sich Gedanken gemacht über den Verbrauch. Er will einen dicken Ami haben, die verbrauchen immer ohne Ende. Und er hat sich gesagt, warte mal, scheiße, ein Diesel ist tendenziell gegen Null bei den Amis. Auch uncool? Auch uncool. Ich brauche eine LPG-Anlage. Ein Sparfuchs mit dicker Hose. Und da habe ich auch schon was im Blick. Und zwar, ich habe schon eine Idee. Der Patient heißt Thorsten. Thorsten. Er meinte amerikanisch, aber er meinte auch europäisch. Das europäische Thema sollte ich bedienen. Und zwar mit einem Auto, was ich selber auch haben will. Eine G-Klasse. Eine G-Klasse verbindet alles, was man braucht. Geländetauglich, dick und fett, geile Optik, das suche ich. Und zwar haben wir hier was ganz Passables in Düsseldorf. Eine lange G-Klasse, für mich eh nur die einzige Variante, weil die kurzen G-Klassen sehen aus, als ob vorne ein 40-Tonner parkt und hinten mit 100 Klamotten einer reinfährt. Das Ding sieht so gequetscht aus, so gedrückt. Eine lange G-Klasse in Rot. Interessante Farbe, aber okay, weil der Preis ist in Ordnung. Wenn die wirklich so gut ist wie in der Anzeige, ist es das passende Auto. Ich zieh los. G-Klasse, Düsseldorf, ich komme. Die Mercedes-Benz G-Klasse, G für Geländewagen. Der Geländewagen, der einmal wirklich über Stock und Stein kommt. Und auch der Geländewagen, der auch irgendwie immer alt aussieht. Warum? Weil er noch nie neu aussah. Diese G-Klasse darf alt aussehen. Schließlich kommt sie aus dem Jahr 1990. 185.000 Kilometer werden in der Anzeige als Laufleistung genannt. Das Ganze für 13.990 Euro. Das wäre ein angemessener Preis. Andere G-Klassen aus dem Baujahr mit ähnlicher Ausstattung und Laufleistung sind gut 5.000 Euro teurer. Das könnte an der Farbe und dem Benzinmotor liegen. Dafür hat er die Gasanlage bereits an Bord. Doch schon auf den ersten Blick in den Innenraum fällt etwas auf. Es gibt ein Problem. Der Tacho geht von über 300.000 Kilometern aus. Das wären 120.000 Kilometer mehr als in der Anzeige genannt. Dazu später mehr. Hallihallo. Guten Tag. Hi, Jean-Pierre. Carlo. Du bist Carlo? Ja.
Carlo ist ein cooler Name, ey. Carlo? Ja. Das ist die G-Klasse? Richtig. Wegen der ich hier bin? Genau die ist das. Carlo, verkauf mir das Ding mal. Also auf dem Bild, du kannst gut fotografieren. Das kann ich. Ne, weil auf den Bildern sah der schon bedeutend frischer aus, als er jetzt hier steht. Ich meine, Rost ist eh ein Hauptthema für die G-Klasse. Damals war das nicht so der Hit. Was ein Baujahr war er? 90. Ja, und genau ab 91 hat sich die Rostproblematik so ein bisschen verbessert. Nicht wirklich geregelt, aber verbessert. Aber muss man überlegen, Mercedes hatte ja auch genug Zeit, in diesen 35 Jahren das Ding auch zu revolutionieren oder zu perfektionieren. Haben sie es geschafft? Ja, jetzt, 2014. Also jetzt, 2014, ist das Ding wirklich top. Aber 90 war das noch so... Bisschen weicher unterm Blech, ne? Ja, da war das mal hier so ein bisschen morsch. Und dann wurde dann da ja, aus dem Kunstdrogeriemarkt ein bisschen Farbe geholt. Und dann wird da ein bisschen drüber gepinselt. Habt ihr das gemacht? Nein. So, was mir direkt auffällt, ist, dass die Gummidichtungen hier oben schon leicht porös sind. Wenn ihr das seht beim G-Check, dann müsstet ihr darauf achten, dass Folgendes dann nämlich ist. Dann wird nämlich das hier unten so aussehen. Hier. Weil die Abläufe dann nämlich sehr, sehr gerne zu drecken und das Wasser hier oben rein, weil die Dichtung einfach nicht mehr ganz dicht hält, dann haben wir hier unten nämlich Wasser drin stehen. Und dann kommt nämlich auch gerne dieser Blumenkohl unten an den Türen. Hier bei dem Modell auf der Innenseite. Genauso diese Verbindungsstellen wie diese hier. Seht ihr das? Das sind so Stellen, wo Mercedes damals einfach unheimlich Probleme hatte, wo die Bleche aufeinandertreffen und so leicht Bewegungen sind, dass da der Rostschutz einfach abplatzt und deswegen kommt hier Blumenkohl und genauso da. So, einmal die Abgasanlage ist ganz klar ein Riesenproblemfall, weil die Abgasrohrführung ist hochgradig kompliziert. Abgase gehen hier runter, hier hat er einen Abgang mal gemacht, selber geschweißt, sehe ich gerade. Der ist aber wieder zugemacht, also hier war mal Sound. Warst du das hier? Nein, der Vorbesitzer hat da eine Klappenauspuff runter gebaut, aber das war nicht mehr ganz zulässig, hat er wieder weggemacht. Deswegen sieht das so aus. Ja, und feucht der Kollege nämlich auch. Wie sollte auch anders sein? Und zwar beim Verteilerdifferential. Vorne auch und hinten. Hinten nicht! Carlo, was los? Hinten ist zu wenig drin. Also bis jetzt die G-Klasse von außen ja mal so gar nicht überzeugend. Und bei dem Preis hoffe ich mal, dass die Probefahrt meine Stimme mal so ein bisschen anheben kann. Weil das ist nicht der Hit, du. Nee, aber wirklich nicht. Nee. Aber das wirklich dicke Ding kommt zum Schluss. Das wird ein Kracher. Ja, ja. Noch eine Sache. Ja? Frauen sagen bei G-Klassen und bei SUVs, wie der Deutsche gerne sagt. Ja, mal ein SUV. Sport Utility Vehicle. Sagt er ja gerne, oder Frauchen ja gerne, möchte sie auch gern haben. Bis man dann mit Frauchen zu Mercedes-Benz in den Laden geht. Und dann sagt sie, ist aber schon groß und kantig und eckig. Und dann sagt man, Schatz, mach mal die Tür auf. Und dann passiert Folgendes: Die Scharniere sind außenliegend, nicht geschmiert. Seht ihr das? Da ist quasi Metall auf Metall. Und dann zieht man auf und dann merken die Mädels, hier kann ich aber mit meinen Mädels keinen schönen Mädelabend machen, wenn die alle reinsteigen. Die Tanja ist viel zu schwach, kriegt die Tür gar nicht auf. Die G-Klasse ist ein Männerauto. Allein das. Das ist quasi wie auf dem Einsatz, ja? Auf dem Feld, wenn der Feldwebel schreit, ab wie die Fahrzeuge! Dann hörst du. Ne? Das ist nicht wie bei, guck mal mit. PKW-Tür. G-Klassentür. G wie Geländewagen. Die G-Klasse war damals konzipiert für die Bundeswehr oder an sich als Armeefahrzeug. Somit hat es Technologie, die wirklich gedacht ist für kein PKW oder kein Straßenwagen kann sowas kaputt kriegen. Ja? Also kein Straßenwagenfahrer. Wir gehen einmal runter und sehen nämlich hier diese Teile. Die müssen nämlich auch so ein bisschen in Fett sein. Hier ist nämlich auch überall Schmiere dran, wie wir das sehen können. Das liegt daran, dass in diesen Achskugeln gut 2 Kartuschen Fett drin sind. Das ist nämlich komplett in Fett gelagert. Der Vorteil ist nämlich dabei, man kann lenken und dabei immer noch 100% der Leistung übermitteln. Das ist normalerweise bei einer Antriebswelle nicht ganz so möglich. Und deswegen wurden halt diese starren Achsen entwickelt, die halt immer noch 38 Grad pendeln können. Ja? Plus, wir können volle Kraft übermitteln bei voll eingeschlagenem Lenkrad. Das würde zwar auch bei einem Antriebswellenauto gehen, aber nicht so perfekt wie bei dem Ding. So.
Du hast dein halbes Schlafzimmer hier vergessen, oder was ist das hier? In 24 Jahren kann das mal passieren. Hase! Das ist doch scheiße. Das ist doch nix. Was ist das denn hier? Was ist das hier? Blätter hängen hier runter von der Haube, ey. Blätterteig. Was ist das denn? Das ist doch scheiße. Ich sehe doch gar nichts. Der Motor ist ja quasi zugedeckt. Ja, was haben wir hier? Ein Motor, der quasi unzerstörbar ist. Eine Gasanlage belastet so einen Motor schon ein bisschen mehr. Warum? Die Abgastemperatur steigt einfach. Weil du meintest gerade was, Ventile wurden eingestellt, ne? Richtig. So, Ventile werden nämlich nur deswegen eingestellt, wenn die Abgastemperatur steigt, ist ja oben das Ventil, der Ventilkopf ein bisschen heißer als normalerweise. Wenn so ein Ventil heißer wird, dann lenkt es sich etwas. In dem Moment, wo es sich lenkt, kriegt es ja auch wieder etwas mehr Temperatur ab von dem Brennraum, wenn er zündet, weil das Ventil leicht offen steht. Und somit entsteht so ein verschleißtes Ventil, anfängt zu klackern, weil sie sich einfach lenken. Und das ist einfach nicht so schön über die Zeit. Wie lange ist die Gasanlage schon drin? Oh, bestimmt 2,5 Jahre. Also auch nicht so lang. 2,5 Jahre? Ungefähr. Und dann wurde schon was eingestellt, okay. Gut, wie viele Kilometer ist er ungefähr gefahren mit der Gasanlage? Ich schätze mal so 40. Gut. Machen wir ein anderes Ding. Normalerweise starten Gasanlagen nämlich mit Benzin. Und erst wenn die Temperatur erreicht ist, oder die dementsprechende Motortemperatur, dann schalten sie das um auf Gas. Das hören wir uns mal an. Was sagst du? Ist klar. Batterie? Kein Strom. Aber wir haben ja Booster. Ströme. Hol mal einen Booster. Carlo, hol den Booster. So, Strom. Der gute. Läuft doch. Carlo kommt raus. Läuft doch. Noch eine Frage. In der Anzeige steht Tachodefekt. Richtig. Da hat die Welle mal einen mitgekriegt und ist einfach im Stand mitgelaufen. Und dann hat der 380 jetzt ungefähr drauf. Im Stand laufen die Wellen nicht mit? Oder während der Fahrt zu schnell? Auch nicht. Wenn er defekt ist, ist er stehen geblieben irgendwo? Nee, oder? Nee, bei einem Kurzschluss ist vorne die Stelle umgesprungen, sagt er. Was hat total keinen Sinn. Da habe ich gesagt, klar, das macht keinen Sinn. Dann meinte er, die Welle sei vorne gesprungen. Dann meine ich, was? Und dann ist sie von 2, weil er unter 200.000 hat, auf 3 gesprungen. Hilfe steht da mehr drauf, als er definitiv gelaufen hat. Wieso definitiv? Jetzt ernste Frage. Also, es gibt da Nachweise drüber von den Vorbesitzern. Wie der Wagen abgegeben wurde. Ja, aber wenn die den Tacho ja auch schon runterdrehen? Nein, das nicht. Das sind alles Doktoren. Ganz seriöse Leute. Dann habe ich gemeint, kannst du mir das denn irgendwie nachlegen, also beweisen oder irgendwelche Rechnungen? Ja, die kriege ich noch. Und da war für mich der Drops auch gelutscht. Laufleistung ist für mich so eine Sache. Ich würde wirklich gerne auf Probefahrt gehen. Kein Problem. Okay? Sicher. Okay. Dann falten wir die Decke mal wieder zusammen, packen den Booster zur Seite und dann gehen wir auf Probefahrt. Los geht's. Es sind die ersten Meter und Jean-Pierre ist bereits unzufrieden. Holz ist hier abgenudelt, die Knöpfe sind abgenudelt, die ganzen Dichtungen, Lenkrad, wie sieht die Bremspedale aus? Das Bremspedal ist auch durchgelutscht. Also ganz ehrlich, ich glaube das nicht. Ich glaube, der hat 300.000 gelaufen, der hat keine 200 gelaufen. Da ist mehr drin in dem Ding. Hupe geht auch nicht. Ja, Spitzen, klasse, Carlo. Hast mir ein Traumauto hingestellt. Was aber geht, ist die Außentemperaturanzeige. Die zeigt nämlich 20 Grad. Und das kann ich bestätigen, das passt. Ansonsten spricht wenig für die G-Klasse. Und es kommt noch schlimmer. Gucken wir mal, was der Koffer kann. 3, 2, 1. Und das ist nicht TÜV-konform. Das war nämlich eine absolute Vollbremsung. Und das macht mir auch gerade ein bisschen Sorgen, weil das Auto hat nämlich ein ABS-Aggregat, das habe ich gerade vorne gesehen. Das ABS kriegen wir noch nicht mal zum Arbeiten. Wir nehmen jetzt mal ein bisschen mehr Fahrt auf und bremsen mal aus einer höheren Geschwindigkeit. Weil das geht nämlich so nicht. Da müssen wir Carlo auf jeden Fall darauf hinweisen, dass das nicht in Ordnung ist. Der Wandler will auch nicht mehr so wirklich schalten. Wir sind jetzt sehr, sehr lange in Fahrstufe 2 geblieben.
Wir fahren jetzt mal so 80 und machen aus 80 jetzt eine Vollbremse. Also du fährst hier so was von mit anlaufendem Auto hinten drauf in der Notsituation, dass das eigentlich kaum, das ist lebensgefährlich hier. Wir können hiermit eigentlich keine Probefahrt wirklich machen. Wenn du da jetzt jemanden draufsetzt, der wirklich relativ wenig Ahnung hat, freut sich, gibt erstmal stolz Gas und muss dann die 2,3 Tonnen zum Stillstand kriegen, dann kann das kann wirklich ganz schnell brandgefährlich werden, weil das Ding hat fast nicht gebremst. Und damit hat sich die Probefahrt für Jean-Pierre auch schon erledigt. Was sagst du? Nicht gut. Doch. Bremst nicht. Doch, tut er. Ich hab gerade gesehen. Nee, bremst du hier nicht. Okay. Also, aus 80 Stundenkilometer, Bremsweg 80 Meter. Das ist ein bisschen viel. Ja. Also entweder Scheiben kürzer verglast, also bremst nicht, meine ich ernsthaft. Du kriegst das Auto unmöglich ins ABS rein. Also da ist, ich verstehe deine Taktik. Alles gut, alles schön, komm mal her. Aber bremst nicht, deswegen war die Probefahrt auch relativ kurz jetzt, weil das wirklich gefährlich ist. Also sagen wir mal so, eine Notsituation parierst du nicht. Mhm. Ne? Parierst du unmöglich. Deswegen, also mein Haben-Wollen in mir drin ist begrenzt. Günstig sind wir erstmal schon mal so im internationalen Vergleich. Ja, wenn du Deutschland weiter Ding suchst, passt ja. Der. Hase. Mit den Daten. Ja. Hast du das Auto gesehen? Wir stehen ja, wir stehen gerade daneben. Ja, ich weiß das. Aber internationaler Vergleich, diese ganzen Sachen, das hört sich alles gut an. Aber am Ende des Tages muss so eine rote G-Klasse, die von oben bis unten durchgerumpelt ist, mit einem Innenraum, der nicht wirklich gut ist, das Auto bremst nicht wirklich und der Wandler schaltet auch noch sehr, sehr zäh. Das musst du verkaufen. Ja. Internationaler Vergleich, verstehe ich. Trotzdem, gib mir mal was zum Arbeiten. Was hältst du von 13,5? Und was soll ich mit diesen 400 Euro jetzt machen? Da kannst du zum Beispiel Bremse vorne machen. Dann habe ich quasi Bremse vorne und das Auto sieht genauso aus wie vorher und habe nichts verhandelt. Genau. Oh, genau. Na, optisch ist der Wagen nicht wirklich verhandelbar. Ich meine, so steht er halt hier. Ne? Es gibt ja Leute, die haben verschiedene Verständnisse von Geldsummen. Und da habe ich gesagt, komm, Carlo, komm mir mal entgegen, was geht preislich? Und dann hat er diesen Klassiker gemacht, diesen kleinen Hüpfer. Wo ja viele drauf anspringen und denken sich, hey, 400 Euro. Ne? Ja, 400 Euro ist viel Geld. Ja, 400 Euro ist viel Geld. Das ist ein Fernseher, eine Pommes und eine Packung Taschentücher. Ne? Also, nein, du weißt, was ich meine. 400 Euro ist halt einfach nicht. Aber komische kurze Zusammenstellung. Zustand außen, all das bewegt mich dazu zu sagen, dass ich für dieses Kfz bereit bin, 8000 Euro zu zahlen. Weil, Hase, schlechter geht schwer. Ah, doch, das geht. Glaube ich schon. Hältst du von 13 glatt? Gar nichts. Wirklich nicht. Guck mal mein Gesicht, was glaubst du? Die Mundwinkel sind leicht nach oben. Jetzt nicht mehr. TÜV? TÜV hat er. Von wem? Kann man nachgucken. Das heißt nicht mit der Bremse. Der hat TÜV. Ich glaube sogar noch bis nächstes Jahr. Pff, machst du mich fertig, Alter. 10. Das ist das Höchste, was ich mir vorstellen kann. Nee. Du sagst 12. Ich sag 12. Und dann ist Ende. Okay, gebe ich 12 weiter? Genau. Und vielleicht wird ja was raus. Ja. 12. 12. Also wenn ich jetzt gefragt werden würde, wie die G-Klasse ist, dann wäre meine Antwort unfassbar nicht zu empfehlen. Jean-Pierre macht sich enttäuscht auf den Weg zurück nach Dortmund. Vielleicht hat ja Kollege Sidney mehr Glück. Ich werde auch was Amerikanisches, was typisch Amerikanisches nehmen, aber kein SUV. Ich gehe in die Pickup-Schiene. Oh, was ganz Feines. Was zum Transportieren. Wir haben eine Vorgabe, LPG. Also können wir hier schon mal ein bisschen selektieren. Und da habe ich einen gefunden, farblich abenteuerlich für einen Pickup. Weinrot mit matt-schwarz. Ist ein 2010er, hat 40 gelaufen, hat LPG. 5 Zylinder, aber mit 220 PS. Automatik. Ich würde sagen, den gucken wir an. 14,3. Auf ins Sauerland. Guten Tag. Guten Tag. Ganz schön bergig hier. Hier ist bergig, das Höhenlage. Sidney. Hi, Uli. Uli? Ja. Uli von Ulrich? Ja, genau. Aber sag's kaum weiter. Nee.
Habt ihr nicht gehört, ne? Nee. Und das ist der Chevy. Kommt von Chevrolet, sagen wir aber auch nicht weiter. Der Pickup ist erst 41.000 Kilometer gelaufen und ist mit Baujahr 2010 ein echt frischer Kandidat. 14.300 Euro soll er kosten. Der Chevy mit Beinamen Colorado ist für amerikanische Verhältnisse ein kleiner Pickup, der auch in Sachen Ziehvermögen der großen Konkurrenz etwas hinterherhinkt. Das Angebot auf dem deutschen Markt ist extrem übersichtlich. Nicht mal eine Handvoll Fahrzeuge werden aktuell angeboten. Zuschauer Sebastian hätte mit diesem Gefährt nicht nur ein cooles, sondern auch ein sehr exklusives Fahrzeug. Was ist das denn? Hast du hier irgendwie Klebstoff? Hast du das gemacht? Ja. Jetzt guckst du nicht so genau hin. Klebstoff. Die Haltung ist ja noch rausgekommen, siehst du da? Was sollte der Klebstoff machen? Ja, das hier festhalten. Warum? Aber hilft nicht, hast recht. Wie geil ist. Wofür hast du denn hier Klebstoff reingemacht? Weil die Lampe locker war. Die sind wir noch locker. Ja. Du wolltest, warte mal, du wolltest die lockere Stoßstange oder Teil der Stoßstange an den lockeren Scheinwerfer kleben, damit die Stoßstange fest ist, beziehungsweise der Scheinwerfer. Ja, so ungefähr habe ich es vorgehabt. Aber hat nicht geklappt anscheinend. Hier, also warum dein Scheinwerfer locker ist, ne? Die Halterung ist einfach ein bisschen angeknackst. Ja. Ja. Also die Lösung wäre gewesen, den Halter zu kleben. Gut, und dann die Stoßstange an dem Scheinwerfer festkleben. Ja, genau. Okay. Guck mal, die Ölwanne, die ist super, die ist, der ölt kein bisschen. Ne? Wie viel hat der jetzt gelaufen? 40 oder 41. 40, 41. Mensch, sieht gut aus. Ja. Im Großen und Ganzen. Bist du damit Offroad gefahren? Nee, gar nicht. Das Teil, das wurde auch nachträglich. Nee, das war original. Auch die Innenverkleidung ist original. Ernsthaft? Ja. Das ist scheißen teuer original. War drin. Norwegen-Modell. Norwegen-Modell. Zum Holztransport. Oh, Elche schießen oder so. Ja, genau. Ja, damit das Blut hier wegsuppt. Ja. Unter Boden hast du gemacht? Nee, war auch Norwegen-Modell. Auch Norwegen? Ja. Die haben eine Menge drunter gepappt und Hohlraum und Verlegung. Hast du überhaupt irgendwas gemacht? Nur gefahren. Echt? Service? Nein? Nee. Ich war einmal in der Chevy-Werkstatt, neue Batterie reingekommen in der Garantiezeit. Der war so arrogant und blöd. Auch solide. Und da bin ich nicht wieder hingefahren. Ach so, der Händler war blöd? Der Händler war blöd, ehrlich, ja. Und also hast du keine Wartung gemacht? Nee, Ölwechsel selbst gemacht, klar. Also haben wir jetzt ein junges Auto mit wenig gelaufen, ohne Checkheft? Ja. Ach, Uli. Ehrlich wahr. Dann brauchen wir uns auch nicht angucken. Also das Checkheft. Hier sehen wir noch einen alten Bekannten wieder von dir. Ja. Schau an. Das hält nicht. Guck mal, Uli mag diesen Baukleber. Ja, PU-Schaum, PU-Kleber. Ja. Ja. Hast du übergehabt vom Haus? Ja, genau. Und dann hast du gesagt, warte mal, ich brauche Kleber. Warte, ich habe da was in der Garage. Hauen wir das mal auf. Das hält doch immer ein halbes Jahr. Ja, und da gibt's auf. Ja, da gibt's auf. Aber du haust aber auch rein. Mit was für einem Abstand? Also, Uli, du haust ja aber auch Sachen rein, ne? Ja, genau. Nimm weg das Zeug. Und dann zur Sicherheit noch mal eine Spackschraube durchballern. Ja, hat auch nicht gehalten, weißt du. Guck mal, der hat eine Trommel, ne? Ja. Das ist auch geil, ne? Du hast jetzt die 5-Zylinder-Maschine hier drin? Genau. Und da haben die hinten eine Trommel. Die sind schon mutig, ne? Mhm. Was fährt da? 150? Das schaltet er ab, genau. Das ist auch wiederum geil. Also pass mal, da, wahrscheinlich ist das so. Also wir haben ja noch eine Trommel für die Hinterachse. Ja, cool. Aber schnell können wir nicht mitfahren. Weißt du was, wir regeln das Ding einfach 150 genau. ab. Ja. Also, scheißegal. So mach ich das. Eigentlich ist das cool, ne? Ja, ne? Wurde der denn garantiert nicht, never ever, irgendwo nachlackiert? Ich sag dir warum, ich frage. Ja. Ja. Weil wenn wir jetzt nämlich die Folie neutralisieren wollen, und die ist nachlackiert, dann kommt meist zu 90% kommt nämlich der Klarlack mit. Ja. Wollen wir verhindern. Ich habe den neu gekauft und 4 Wochen später war der foliert. Da ist nichts dran. Okay. Irgendwie glaube ich dir. Ja, du kannst auch. Randrücken? Ja. Oh. Oder stramm eingestellt. Hast du WD-40 oder so einen Scheiß? Ja. Oder wolltest du das so haben, dass es ein bisschen Charisma hat? Jeder hört sofort, dass die Klappe aufgeht. Das ist so ein bisschen so wie so ein Knast. Ja, ja, so Türknacken, Horrorfilm. Das ist nicht schlimm. Ich find's geil. Ja. Aber das ist schön hier. Du kannst hier wirklich alles verzurren. Hier hast du immer überall ja, lösen. Das ist praktisch. Das ist echt geil. Ja. Warte mal.
Ja, genau so ist es aus. Komische Fantasien habe ich auf einmal. Ich hatte echt schon Angebote, dass Frauen mich gefragt haben, wie wäre es hier mit hinten drauf? Nein. So. Ja. Wirklich? Mhm. Echt? Ich fand das wenig spektakulär, deswegen habe ich es. Und du hast es hierauf gemacht? Nein, eben nicht. Eben nicht. Das Auto ist völlig jungfräulich. Ja, ja. Ah, der Gastank von der Gasanlage. Ja. Boah, das ist ja fast der tiefste Punkt am Auto. Fast. Also. Ja, ist es, ja. 95 Liter passt da rein. Okay, hier unten drunter, die Pritsche quasi, die ich gedacht habe, die wäre vielleicht angerostet, sieht man natürlich jetzt nicht mehr ganz so toll, weil so viel unter Bodenschutz ist, dass ich nur einen schwarzen Teppich sehe. Gut. Aber was nicht so schön ist hier, dieses Rumgefrickelt von den Kabeln, ne? Von der Anhängerkupplung, ja. Das ist nicht so toll. Hast du das gemacht? Nee, meine Azubis. Deine Azubis? Ja. Also sind die ausgelernt oder mittlerweile? Das werden sie auch nicht. Die haben abgebrochen. Ah! Ja, nicht umsonst, siehst du. Ehrlich? Ja. Die haben abgebrochen? Mhm. Ich hätte zum Abbruch gezwungen. Ja, geraten auch, ja. Bei so einer Arbeit? Ja. Die sind noch, was machst du? Zweirad, Fahrradmechaniker. Fahrrad? Das sind doch feinmotorische Menschen. Ja. Wie können die denn so grob fahrlässige Sachen da machen? Das ist nicht schön, ne? Hast du die bezahlt? Wenig. Gut, völlig verdient. Könntest du mal den voluminösen Motor starten? Ja, mache ich. Der läuft aber ganz, ihr merkt's, der hört sich an wie ein großer. Ist einfach nur der Lüfter, der mitläuft, ja? Großer Lüfter, macht viel Geräusch. Brutal, hört sich an wie ein großer. Aber jetzt an sich, hört er? Der ist ja super leise. Ja, hinten ist ein bisschen schöner, machen wir auch. Hör mal hinten. Das ist so ein Brabbel. Also wenn Uli das so sagt, dann müssen wir es hören. Gehen wir hin. Du machst Fahrräder, ne? Ja. Hört das? Ich spreche ein bisschen lauter, weil es so laut ist. Du machst Fahrräder, ne? Ja. Das ist doch nicht laut, Mann. Das ist doch kein Sound. Nicht, nein. Gib mal Gas, bitte. Ist ja auch ein Schnurr, das. Ich gebe Gas. Pass auf. Du bist der Nachbarstreck hier, ne? Krass, ne? War auch so. Krass, ne? Hallo. Ist ein bisschen laut gewesen. Entschuldigung. Siehst du genau. Wir machen gleich wieder aus. Das ist zu laut. Das gibt Ärger. Puh. Du bist auch ganz schön krass. Also am besten, ich fahr mal. Aber außerhalb der Ortschaft, oder? Ja, wegen dem ganzen Lärm, ja. Gesagt, getan. Und der Chevy macht dabei einen richtig guten Eindruck. Motor, Getriebe, Fahrwerk, das alles funktioniert einwandfrei. Einwände hat Sydney nur in Sachen Musikgeschmack. Uli hört krasse Musik. Alter, was ist denn mit Uli los? Yeah. Uli ist eine coole Sau. Und genauso cool arbeitet Sydney die restlichen Punkte ab. Yeah, das ist geil. Der Innenraum ist einwandfrei. Und auch Fahrkomfort und das kleine Soundpaket zaubern ein Lächeln in Sydneys Gesicht. Selbst der Durchschnittsverbrauch mit ungefähr 10 Litern Autogas ist für so ein Gerät okay. Was wir rausgehört haben, was er gar nicht auf die große Glocke geschrieben hat, der ist der Erstbesitzer quasi. Der hat den Wagen nagelneu gekauft. Deswegen sieht er auch so taco aus von innen. Der passt auf sein Auto auf. Also ich meine, diese ein, zwei Macken, die wir draußen gesehen haben, halb so wild. Aber von innen ist er schick. Der Wagen hat wenig Mängel und liefert damit auch wenig Argumente, um am Preis zu schrauben. Dennoch, etwas geht immer. So, jetzt geht's in den Kampf. Obwohl, bei Uli Kampf, vergiss es. Jetzt geht's in den Preisverhandlung. Uli! Sydney, wie war's? Es war ländlich. Komm ruhig mal näher. Komm mal zu dir. Immer schön in gute Höhe, ne? Ja, thekenmäßig. Was willst du denn haben? Ja. 14,3. Ja. Ja. Ist das nicht wert? Nee. Dann sag du doch mal was. Ein Angebot? Ja, ein Angebot. Von mir jetzt? Von dir ein Angebot? 12. 12? 12? Okay, Entschuldigung, du hast recht. 12,1. Der Fairness halbe, ja, wegen diesem Kundenbetrag.
Nee, geht nicht. Was meinst du zu 12,5? Aua. Aua. 13.000 Euro. Und ich hab 14.000 gesagt. Ja, du musst ihn nach unten bewegen, Verhandlung. TÜV, wie lange hat er noch TÜV? Ja, da geht's nämlich weiter, hat kein TÜV mehr. Was? Hab ich das denn? Was? Da war doch eine blaue, eine orange, eine weinrote. Blau ist die. Leck mich am Arsch! Wie konnte mir das passieren? Ja. Rüge. Den würde ich noch machen, den TÜV. Sechs Sätzen. Wenn das geht, also ist er inseriert mit TÜV, mit Frisch-TÜV, Abverkauf. Würde ich noch machen, TÜV. 14.000. Nein. 13.700. Okay, pass auf, wir einigen uns jetzt auf 13,5. Ja. Echt? Ja. Das ging doch schnell. Ja, genau. Also, wenn ich Thorsten in irgendeinem Auto sehe, dann in diesem Colorado. Nee, ist mal ernsthaft. Er will ein dickes Auto, er möchte eine Gasanlage. Es ist aus erster Hand ein Ami in Deutschland, aus erster Hand, schon mal geil. Mhm. Und ist gepflegt, hat wenig gelaufen und für einen akzeptablen Preis. Voll gut. Es wird Zeit für Auto Nummer 3 und hier wollen die PS-Profis gemeinsam zuschlagen. Erster. Und wie war? Gut war. Gut war? Entspannt war. Ist gut. Ich habe ein tolles Auto gesehen. Ja? Technik war gut. Ja. Hat mich überzeugt. Ja. Gucken wir ein Auto mit derselben Technik an. Ein H3. Richtig, wollte das auch so haben, ne? Hier? Mhm. 15,9, ja. 15,9, 2008er Baujahr mit LPG. Ja, 56 hier laufen. Für 15,9? Ja, ist okay, eine gute Grundlage. Na komm, schwing die Hufe. Auf nach Düsseldorf. Okay, mit dem. Hummer H3 und stolzer Verkäufer auch am Start. Alle da. Hey. Hi. Schon vier? Alle da. Hey. Servus, Sydney. Meister. Meister? Meister. Dann ist das also das Meisterstück. Ein H3 aus dem Baujahr 2008. 56.900 Kilometer hat der sogenannte Baby Hummer bereits absolviert. Jetzt soll er für 15.990 Euro verkauft werden. Unter Hummer-Fans ist der kleinste Hummer gleichzeitig der unbeliebteste. Vielleicht liegt es daran, dass er mit dem klassischen Militärfahrzeug, dem Humvee, so gar nichts mehr zu tun hat. Die harten Jungs fahren H1 oder H2 und alle anderen einen Prius. So hat es ein Automanager mal zusammengefasst. Dieses Imageproblem macht ihn vielleicht zum Schnäppchen für Kandidat Sebastian. Verkaufst du öfters Hummerse? Lobstasse? Lobstasse, Hummerse? Ich versuch's zumindest. Hau mal raus. Baujahr? Mhm. 2008. Unfälle? März. Oh, was sind da für gravierende Vorschäden sind nicht bekannt. Kleinere schon. Ja, durch die ausstehenden Reifen. Ja. Wurde das Schotter hier hingeschleudert und da ist alles viel mit Steinschläg versehen gewesen. Okay, seit wann hat Schotter denn ein Lenkrad, Alter? Also der Schotter ist von da? Ja. Hier, ja, dann? Aber die wurden meistens, genau. Die wurden meistens, ja, auf so Schotter wegen das bewegt. Ist hin. Dann erklärt das nämlich auch Folgendes, weil der Tacho sieht quasi so aus, als ob es bewusst so war, dass man quasi eine Sanduhr rausbauen wollte, weil warum ist der ganze Tacho voller Sand und Staub? Weil die halt überwiegend, sag ich mal, von den 55 gelaufenen 1000 Kilometern, sind mit Sicherheit 50.000 Kilometer auf dem Schottergelände verbracht. Was? Ja. Also die sind zwar nie schneller als 50 oder 60 km/h gefahren, die Autos, hm, aber halt überwiegend im Staub und Schottergelände. Also waren das quasi so Test-Promo-Autos in so einer... Nein, da waren Autos, die auf einem Safari-Park... Jetzt wird's ja geil. Absolut. Also haben quasi Löwen aufs Dach gekackt? Mehr oder weniger. Aber wurde alles sehr sauber gekriegt. Aber zum Glück war ja Folie drunter. Richtig. Oh, sonst hätten wir jetzt ganz schöne Krater im Lack. Also Löwenkacke, die ist ganz schön bissig. Also die so, ja. Ja. Ihr kennt Katzenkacke. Und Löwenkacke ist ja im Grunde genommen verwandt. Hoch 10. Groß, ja. Also ist einfach das Ganze nur in 10-Kilo-Version. Und noch viel aggressiver. Ja, unangenehm. Und Giraffenpisse. Ja. Also wenn Giraffen aufs Dach pissen, dann sag ich's euch, dass das die Dachhaut überhaupt noch drauf bleibt. Und ich sag dir, wenn Elefant mit dem Fuß darauf geht, leck mich am Arsch, dann haben wir nicht mehr viel über. Nee, dann sieht er genauso aus wie jetzt. Weil ich bin die extra auf die Suche gegangen, wo einzelne Stellen sind, wo man wirklich erkennen kann, wie doll die Belastung war. Aber hier sehen wir einfach, was für ein Sand das wirklich war. Und das war also auf jeden Fall nicht diese super grob, wo die ganzen Steine gegenfliegen. Und was noch zu sehen ist,
ist, dass wir sehen, dass überall so kleine Reparaturen dran passiert sind. Überall so kleine Ausbesserungen, hier sind Löcher, da hat es geschleift, da ist ein Blech ab. Dann zum Beispiel vom Dämpfer hinten. Ne? Vom Dämpfer hinten sieht man einzeln diese Schutzmanschette, wo mit dem Kabelstrapsen repariert. Also ich glaube schon, dass das Auto wirklich günstig positioniert ist vom Marktpreis her. Aber eins kann ich euch sagen, gelebt hat der Koffer. Wir haben ein undichtes Rücklicht. Mit einem kleinen Riss oder zwei? Einem kleinen 2, 3, 4, 500 Risse. Hast du von deinem Repertoire von 16 Autos vielleicht noch eine heile? Da werden wir hinbekommen. Auch den Griff. Ja, ja, ich wollte das gerade. Das wollte gerade meine Erkundung. Der ist schon in Bestellung, kostet 17,90 Euro. Hier, die Savanne geht weiter. Savanne, die wird uns hier, glaube ich, bei dem Auto nicht verlassen. Aber da hast du sowas von. Nicht, dass es nur, wie in der Sahara würde es einfach nur staubig sein und furztrocken. Hier sehen wir, es war in Deutschland auf jeden Fall, weil die Luftfeuchtigkeit ist jetzt nicht ganz so furztrocken. Und hier war auch viel Feuchtigkeit mit dabei. Richtig? Gewisse Anbauteile, da sieht man den Flugrost oder sie sind angerostet, genau. So, wollen wir nach unten gucken? Möchtest du mir was sagen noch, was er irgendwie hatte? Über Löwen gefahren? Ich lass mich selber überraschen. Oh Gott. Ja, der ist auf jeden Fall konserviert durch Schlamm. Ehrlich? Ja. Alles sehr rostig hier. So sieht es aus, wenn ein Wagen eine harte Offroad-Vergangenheit hatte. Doch damit nicht genug. Hier wurde geschweißt. Hier wurde geschweißt an dem vorderen Rambock. Also ich kann mir wirklich vorstellen, das Auto hat wirklich viele Sprünge und oh, guckt euch mal das Unterschutzfahrding an. Also ich glaube, das war Teil der Attraktion. Ja? Da stand vorne drin auf der Werbung, Aufsätze mit einem Hummer H3 mit voller Fahrt. So sieht das Ding nämlich aus. Das war quasi im Preis inbegriffen. Der H3 hatte auf den ersten Blick, hat er schon die ein oder andere Macke. Er hat sich nicht ganz von der guten Seite gezeigt. Hat sich aber auch nicht bemüht, sich von der guten Seite zu zeigen. Der Motor ist so ein typisches Ami-Eisenschwein. Der kann nicht wirklich viel, der hat keine großartige Nockenwellenverstellung. Da geht Benzin rein, dann macht er da ein bisschen Leistung raus und dann fährt das Ding vorwärts. Die Amis brauchen auch nicht mehr. Nur was mir gerade auffällt ist, wo ist der Verdampfer? Wo ist die Gasanlage? Eduard, meine russische Staatsballett-Ballerina, du. Erzähl mir mal, wo die Gasanlage ist. Die Gasanlage, die ist noch im Regal? Noch im Regal. Ach so. Die ist noch auf dem Weg hier nach Der hat nur das Sandpaket, ne? Richtig, der hat nur das Sandpaket. Das Sandpaket gebucht und die Gasanlage im Regal gelassen. Das Fahrzeug ist mit einer Gasanlage angeboten, online, bei Mobil. Habe ich gelesen. Deswegen haben wir gelesen. So, die wird auch von unserer Vertrauenswerkstatt eingebaut. Okay, also Gasanlage kommt noch rein, ist im Preis klar. Ist im Preis mit inbegriffen. Also das heißt, wenn wir ohne Gasanlage nehmen, der Wagen natürlich bedeutend günstiger. Bedeutend günstiger, ganze 1800 Euro. Eduard, du bist jetzt schon mein russischer Buddy des Tages. Ich bin ja ein Mitteleuropäer, aber der kleinen Variante. Und siehst du, wie kurz dieser Sitz ist? Der ist ziemlich kurz. Da fehlt was. Ich würde sagen 10 cm. Aber locker. Das ist, als wenn du eine Rolf-Benz-Couch hast, die eine 40er Sitztiefe hat. Und ein Brettsofa hat, was eine 39er Sitztiefe hat. Das kannst du nicht machen. Was sagst du dazu? Ich würde sagen, wenn das eine tiefe Bank wäre, also länger, ja, dann würden die mit dem vorderen Sitz fast zusammenstoßen. Ich glaube, die Autos waren an sich mal gedacht, dass sie gar nicht wirklich zurückgehen in den Straßenverkehr. Weil das waren, glaube ich, so Parkfahrzeuge, wo einfach mit umgegangen wurde wie mit Louis. Weil das ist nichts. Das Ding. Ich meine, okay, das ist neu nicht besser, ne, beim H3. Das ist alles hier so ein bisschen semi-professionell. Doch was die Amis können, ziehen und schleppen. Deswegen sind diese Haken hier auch. Haken wirklich aus hochfestem Stahl. Herr Krämer? Ja? Ich hätte Bedürfnis, eine Probefahrt zu tätigen. Haben Sie? Ja. Haben Sie Safari-Lust? Daktari? Nicht nur bei einer Safari ist es ein Abenteuer, diesen H3 zu fahren. Differential ist ja auch Fratze. Das ist ja alles Fratze.
Der Hammer H3 schleppt eine Klangkulisse mit sich, die selbst die PS-Profis zum Staunen bringt. Hier macht nahezu alles Geräusche. Alter, der Wandler ist auch. Also H, die Scheibe, Kardanantrieb, Differential vorne. Wo man erkennt, dass ein Differential kaputt ist, man hört so ein leichtes Mahlgeräusch, weil einfach die Differentialräder separat packen. Und da denke ich mal auch, wie es anhört, nicht mehr alle Räder wirklich, also alle Zähne wirklich dran sind. Alter, das ist gar nicht nur Dreck in der Bremse. Da, da, unten. Das waren die Elefanten. Und Ruhe, Ruhe! Die Verhandlung mit Eduard steht gleich an. Eduard dem Russen, Eduard dem Kugelblitz quasi. Und wir müssen jetzt echt viel rein investieren. Ja. Und deswegen brauchen wir einen verdammt geilen Preis. Ich finde den schon geil genug. Bleib dran. Eine abenteuerliche Probefahrt im H3 mit allen möglichen Geräuschen an Bord findet ihr Ende. Ich will keine Safari mehr fahren. Ja, Eduard, das quietscht, hast du gehört, ne? Habe ich gehört. Ja, war jetzt nicht so erquickend, die Probefahrt. Kilometer weit gehört, ne, das Quietschen. Auch, ja. Irgendwas muss ja den niedrigen Preis gerechtfertigen. Wandler, Differential, Kardan, Achsen. Schäden, geschweißter Schlossträger, Gummi, alles Gummi, Lack, Plastik, Leder, ja. Gummi. Ja, eigentlich ist ein cooler Sag Preis. Sag doch, 7 Mille. Siehst du, ich hab's ja gesagt. 7 Mille. Als Anzahlung würde ich das akzeptieren. Das war schon das Wiederholen, wo die Knarre geladen in der Tasche. 7 Mille? Also 7 Mille, sagst du. Aber du hörst ja jetzt, welche Richtung wir wollen. Ja. Sag mal was. Jetzt kannst du das nicht nachvollziehen. Keine Gasanlage. Keine Gasanlage, 12,5. Wir können es nur über 500 Euro vielleicht nach unten unterhalten, aber nicht weniger. 12? Ja. Die Erfolgschance, dass dieses Auto verkauft wird, tendiert gegen 0. Kannst ja keinen Probe fahren lassen. Ah. Ja, wirklich. 11,5. 11,57. Der war doch bei 11,5 schon auf der Klinge. 11,5. Bei 11,57 können wir uns auch treffen. Boah, Scheiße, Alter. Ein Mann, ein Wurst. Ey, das waren 250 Euro, die auf dein Konto gehen. Ey, ey. Na, guck mal, pass auf, wir haben noch einen Mängel, den haben Schreib wir. Schreib mich nicht so an. 11,5. 11,5. Passt. 11,5? Okay. Ja, ist okay. Selbst die Zermilie. Wir haben uns blenden lassen. Aber das Auto, was übergeblieben ist, der Colorado, ist ein sehr, sehr, sehr gutes Auto. So. Thorsten, bist du aufgeregt? Ja. Ja, ich fäng auch. Ja. Kann losgehen? Kann losgehen. Pass mal auf jetzt. Mercedes G-Klasse. Mhm. 300er, solider Motor mit Gasanlage. Doch, das Ding ist durch. Das Ding ist nämlich off. Du bist on, er ist off. Jetzt kommt ein Highlight. Ganz ehrlich, hast gesehen. Cooler Typ, coole Karre. Sauber, erste Hand quasi. Europäisches Modell. Gasanlage, Preis stimmt, Auto stimmt. Da du ja einen Hammer wolltest, haben wir dir auch einen gecheckt. Hammer H3. Doch dazu gibt es, du weißt es, es ist das gleiche Spiel wie hier. Es ist du hast es nicht gesehen, du hast es gehört. Also man konnte es quasi fühlen. Egal, wo man ist. Also das Ding rappelt und quietscht und klappert. Ey. Ja, gut. Die G-Klasse ist raus. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Hammer wäre schön gewesen, ne? Aber in dem Punkt vertraue ich euch. Von daher auch wäsch damit. Wäsch damit. Wäsch damit, genau. Ja, der Chevy jetzt. Wunderbar. Ich würde sagen, dein Auto besorgen wir. G und H3 waren beide eigentlich nicht wirklich kaufbar. Ja, Farbe ist. Der Wagen ist geil, aber die Farbe. Servus, hi. Hey. Schreit mich ja so an. Ich bin alles gut? Ja, da ist er, Hase. Geil, ja, oder? Sehr geil. Das braucht man. So. Jo. Ist cooler als so eine normale SUV-Shade. Da kannst du aber alles draufschmeißen. Okay. So, 20 rein, die Karre. So, guck mal, die neu, wa? Ja, sehr schön. Ist geil, ne? Geil. Ja. Viel Spaß wünsche ich dir. Ja, ich danke euch vielmals. Hau rein, Meister. Ciao. Ciao. Aber bei der Farbe kriege ich Hunger. Auf Kölsch. Ja.
richtig lecker Kirschen mit Pfannkuchen, Vanilleeis und Sahne. Einmal das große X. Ja, das hört sich nicht so gut an, denn ich mag keine Kirschen, ich mag Erdbeeren. Los geht's. Und Weinrot und Erdbeeren.